Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, was aus meinen Ablegern geworden ist. Und diejenigen Ableger, die schon ein gutes Wurzelsystem entwickelt haben, werde ich dann auch schon in Erde einpflanzen mit euch zusammen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch die Ableger zu zeigen, wie sie Wurzeln entwickelt haben, einige von ihnen nicht. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an. Am längsten stehen im Moment die String of Hearts Ableger im Wasser und haben sich auch schon ganz gute Wurzeln gebildet. Also ich habe überlegt, wie ich das jetzt mache, weil an manchen Strängen sich bereits Wurzeln gebildet haben, an anderen jedoch nicht. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Ableger, die bisher gut genug, also gute Wurzeln entwickelt haben, einzupflanzen, jedoch nicht in den Topf, wo meine bisherige String of Hearts Pflanze drin ist, weil ich es dann schwierig finde, das Maß wiederzufinden, weil Ableger, die vorher im Wasser standen, müssen erstmal wieder an die Erde gewöhnt werden. Und String of Hearts brauchen ja eigentlich nicht so viel Wasser. Deswegen finde ich dann das Verhältnis ein bisschen schwierig, wenn ich dann direkt alles in einen Topf pflanze, beziehungsweise die Ableger zu der normalen Pflanze dazu pflanze. Deswegen würde ich es jetzt erstmal extra einpflanzen und dann später kann ich die String of Hearts alle zusammenpflanzen, habe dann eine größere Pflanze. Ja, das ist im Moment so mein Plan und dann kann ich später den letzten Strang, wo sich bisher noch keine Wurzeln gebildet haben, dann extra einpflanzen, entweder eine neue Pflanze daraus machen oder auch erstmal an Erde gewöhnen und dann noch zu den anderen Pflanzen. Genau. Dann habe ich von der Monstera Avensonii von meiner Mutter Ableger geschnitten, die so ein bisschen komisch aussahen, also wo ich meinte, dass ich glaube, dass sie diesen Mosaikvirus haben und ja, also da haben sich gefühlt noch gar keine Wurzeln gebildet, nur an einer Stelle und ja, also ich bin mir nicht sicher, ob sich da überhaupt Wurzeln entwickeln oder ob es einfach mega lange dauert, aber ja, da im Gegensatz zu meinem Monstera Adansonii Ableger, den ich von meiner Pflanze geschnitten habe, ist das halt ein krasser Unterschied, die habe ich auch nur ganz kurz vorher geschnitten, also vielleicht so eine Woche vorher oder so. Und da sehen die Wurzeln halt echt krass aus. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die werde ich auch auf jeden Fall einpflanzen. Die pflanze ich aber direkt zu meiner normalen Monstera Adansonii Pflanze. Und da habe ich nicht so Probleme mit, das dann im Gleichgewicht zu halten, das ein bisschen feuchter zu halten als normalerweise. Genau, ich denke, dass das nicht so das große Problem wird, weil die String of Hearts ist halt sehr empfindlich Wurzelfalte gegenüber und die Monstera Adansonii. Bei ihr ist es halt nicht ganz so extrem und ich denke, dass man es da gut machen kann oder dass ich es gut hinkriegen werde, dass der Ableger leben bleibt und die Pflanze halt auch. Ja, dann habe ich auch einen Ableger geschnitten von der Korbmarante von meiner Mutter. Da sieht man auch schon auf jeden Fall, dass sich gut Wurzeln entwickelt haben. Die werde ich allerdings noch nicht einpflanzen, weil die Wurzeln noch nicht lang genug sind, um die Pflanze versorgen zu können. Sie entwickelt auch schon ein drittes Blatt, worüber ich sehr glücklich bin. Und ja, die braucht einfach noch ein bisschen länger Zeit im Wasser. Und die werde ich dann später einpflanzen. Von der Pilea Peperomoides habe ich auch einen Ableger abgemacht, da sieht man allerdings auch noch nichts. Also ich hatte bisher auch noch keine Erfolge allgemein damit, sie so von einem Blatt quasi zu vermehren. Aber vielleicht braucht sie auch einfach mega lange Zeit. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich dann irgendwann noch Wurzeln bilden. Im Moment hat sich allerdings leider noch nichts getan. Also man sieht gar keinen Unterschied. Ja, dann haben wir noch die Wandering Jew Plant. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist die Pflanze, die am allerschnellsten Wurzeln bildet. Also da bin ich jetzt mal geschockt gefühlt, kann zum nächsten Tag gucken und da hat sich schon was gebildet. Ja, die werde ich jetzt auch heute einpflanzen und die wächst auch super schnell. Also da habt ihr ganz schnell wieder eine neue Pflanze draus. Und die Wurzeln sind auch auf jeden Fall überfällig eingepflanzt zu werden. Dann habe ich einen Ableger von einem, ich glaube es ist ein Frühlingskaktus genommen. Und den auch in Wasser gestellt, also da kann man einfach hier, das ist ja in so verschiedene Sections immer aufgeteilt. Und da könnt ihr das quasi einfach so vorsichtig abmachen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier aus drei Ableger machen, aber ich habe jetzt nur einen genommen.
und stellt das dann einfach in Wasser. Und da hat sich jetzt auch schon eine Mini-Wurzel gebildet, also ist weg. Es funktioniert auf jeden Fall, da bin ich auch voll froh drüber und das kriegt auch hier schon, da kann man auch schon neues Wachstum sehen. Bin ich auf jeden Fall sehr excited drüber. Genau, und als allerletztes habe ich noch von meiner Efeutute einen kleinen Ableger geschnitten, weil ich auch gehört habe, dass wenn ihr zum Beispiel Ableger schneidet von anderen Pflanzen und einen Ableger von einer Efeutute mit in dasselbe Gefäß tut, dass die andere Pflanze schneller Wurzeln entwickeln soll, weil, keine Ahnung, die Efeutute irgendwie einen speziellen Stoff oder so abgibt und das helfen soll bei anderen Pflanzen, schneller Wurzeln zu bilden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe jetzt noch nie den genauen Vergleich gemacht. Wäre eigentlich auch mal interessant, das zu machen. Vielleicht mache ich das. Also bei der Efeutute hat sich auf jeden Fall auch schon viel getan und ich habe dazu von der Philodendron Mykens einen kleinen Ableger dazu gemacht. Da kann man jetzt noch nicht so viel erkennen, aber ich glaube, an der einen Stelle bildet sich gerade eine neue Wurzel, was natürlich super schön ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Ablegern. Und ja, ich freue mich immer sehr, wenn aus allen Ablegern, die ich schneide, auch wirklich was wird. Damit kann man natürlich nicht rechnen, aber wenn es dann doch so ist, freut man sich umso mehr. Aber man sollte auf jeden Fall auch im Hinterkopf haben, dass es gut sein kann, dass du einen Ableger schneidest und keine Pflanze daraus wird, weil keine neuen Wurzeln gebildet werden. Warum auch immer. Ja, was man noch sagen kann, ist, dass man einfach ein bisschen darauf achten muss, wenn man Ableger von Wasser an Erde pflanzt, dass man die Erde anfangs ein bisschen feuchter hält, als man es normalerweise tun würde bei seinen anderen Pflanzen, weil sie natürlich im Moment gewöhnt sind, super viel Wasser zu haben. Und wenn sie dann wieder in Erde kommen, könnt ihr einfach versuchen, die Erde ein bisschen feuchter zu halten für eine gewisse Zeit und dann nach und nach das Wasser zu reduzieren. Und ja, dann sollte es auch eigentlich alles gut gehen mit den Ablegern. Und dann wachsen hoffentlich irgendwann mal richtig schöne, große Pflanzen daraus. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht auch ein bisschen ermutigen, selber Ableger zu schneiden und eure Pflanzen zu vermehren. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und für weitere Pflanzenvideos könnt ihr gerne den Abonnieren-Button klicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.